So, Leute, wie ihr schon im Titel sehen könnt, ich habe heute ein ganz, ganz kurzes Video. Wirklich ein ganz, ganz kurzes Video. Das liegt aber daran, weil ich euch dazu auch was sagen muss. Ich habe einen Ikoria Boxtopper. Da ist eine einzige Karte. Sealed Product, not for resale. Die Leute verkaufen es halt trotzdem. Ich finde das aktuell mit den Booster-Openings ein bisschen traurig. Das Booster-Ikoria ist ja auch schon ein bisschen her. Aber ich finde das ein bisschen traurig von den Zahlen her. Ich meine, die Leute, die gucken anscheinend auch stetig und haben da auch Spaß dran. Aber es sind tatsächlich nicht so viele. Ich bin das tatsächlich am Überlegen, das ein bisschen runterzuschrauben bzw. einzustellen. Leider, wenn ihr irgendwas habt und mir sagt, nee, wir finden das voll toll, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Lasst mich das wissen, dass ich das weitermachen soll. Ansonsten werde ich mal gucken, was ich noch so hier rumfliegen habe an Boostern. Werde die noch aufmachen und dann wird es das gewesen sein. Ich weiß, dass die Booster nicht der Hauptbestandteil des Channels sind. Dass meiner Meinung nach die Gameplays und Decktags der Hauptbestandteil sind. Manchmal die Product-Reviews, manchmal die Dinge, die ich aufmache, die Pre-Release-Kits, From-the-Vault-Produkte kommen noch und all sowas. Aber die Booster finde ich halt auch tatsächlich wirklich, wirklich cool. Aber ja, ist aktuell leider etwas demotivierend. Das tut mir jetzt auch gerade leid, weil die Leute, die das hier gucken, sind wahrscheinlich genau die Leute, die alle Videos gucken. Und dementsprechend ist das hier halt für euch der Boxtopper. Es hat nur eine Karte drin. Aber da kann halt eine sehr, sehr coole Karte drin sein. Oder halt eine mittelmäßige Karte oder sonst was. Aber wir gucken jetzt mal, was drin ist. Wir haben einen Anguished Armored Killer. 4 Mana 4-4 ist eigentlich ein Gem Razor. Das Artwork ist hübsch, das Foiling ist krass. Mit Mutate für 3 Mana, mit Reach und Trample. Und immer wenn diese Kreatur mutiert, zerstört ihr einen Artefakt oder eine Verzauberung, die ein Gegner kontrolliert. Ja, Mutate war in Ikoria ganz groß, das war cool. Ja, wie gesagt, heute nur ein, ist aber schon hart gekurlt. Da habe ich Flashbacks an meine Talia vor Ewigkeiten. Ja, wie gesagt, heute nur eine Karte, nur ein Boxtopper. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr es seht. Ciao, ciao.